Jo, servus, Leute, hier ist wieder der Franke und es gibt FIFA 18 aufs Gesicht. Nach der etwas desolaten Leistung des letzten Spiels, da hat man daheim 1-0 verloren. Ja, war jetzt nicht so prickelnd. Das heißt, wir stellen noch mal ein bisschen um. Schmitz geht hoch, Schinkel geht hoch, wunderbar, so soll das sein. Geht's. Schauen wir mal, was wir noch hier haben. Ja, Behrens nach der Rotkarte. Unnötige Aktion, ne? Aber ihr habt's ja gesehen. Da packen wir mal den. Wie ist er denn? Da ist er. Krieg mal andere die Möglichkeit hier zu spielen. Kack. Kannst du mich im Arsch lecken? Hufnagel. Ja, jetzt habe ich es leider gespeichert. Hätte ich vielleicht vor dem Game ändern sollen. Aber ist egal. Die Zeit haben wir auf jeden Fall. Und wir sind glücklicherweise immer noch Platz 2. Ich hoffe, wir können das nämlich bis. Ach Gott. China, ey. Was will ich mit China? Das bis zum Ende der Saison halten. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit dem Budget mache für den Kerl. So viel muss ich, glaube ich, zahlen. Machen wir es mal so. Versuchen wir es nochmal den. Der will immer noch nicht. In einer Woche. Na gut. Gucken wir mal. Vergiss es. Ja, Hanno Görans verlässt den Verein. Gut, verhandelt wird noch die Leihe. Könnt ihr vergessen, ich, als würde ich eine Leihe annehmen für den. Wo sind wir denn, Alter? Wir sind ja nicht auf dem Jahrmarkt. Einfach alles erlauben kannst. Ja, den kann ich immer noch nicht verpflichten. So, schauen wir mal. Wir gehen mit dem Gehalt noch ein wenig runter. Ja, das ist für mich in Ordnung. Akzeptieren wir doch mal. Jetzt ist die Frage, ob ich die Kohle schon direkt habe. Sieht nicht so aus. Achso, der andere ist auch noch nicht verkauft. Hab ich, Alter. Achso, ich habe ja schon gezahlt für den. Daran kann es liegen. Könnt ihr jetzt mal mit dem Typen verhandeln? Ich will den loshaben, Mensch. Ja, den
Stein kriege ich vermutlich nicht mehr. Balance verkauft. Jetzt habe ich, ja toll, jetzt hatte ich die Kohle, aber kann mir den Spieler nicht holen. Aufgestockt. Ja, gut, davon merke ich aber noch nichts. Nee. Ach, jetzt hat, ich muss erst die Ding wegklicken, damit ich den. Ist ja krass. Zu teuer. Jabbar, what the fuck, wo kommt denn der her? Verliehen. Zu teuer. Oh, wasch. Warum wird nur ein Spieler gescoutet? Was ist denn das, ey? Gucken wir mal. Was haben wir denn da so? Kalinski. Den Angreifer. Sabolotni. Jean-Fied Arp. Ist mir. Was ist denn das alles für Hanselas, ey? Gut, den Schlips gebe ich ja sowieso schon. Entscheidende Spiele sind nicht kontaktierbar. Na gut. Das sieht doch nicht schlecht aus. Das so viele Chinesen, ey. Und Japaner und Koreaner und was weiß ich, was das alles noch mit drin ist. Hilsner. Ah, wenn wir uns wieder kaufen könnten oder holen könnten, wäre doch der Guido Burgstaller. Schauen wir mal. Das war. Ich will nur mal gucken, wie viel der Typ jetzt wert ist. Ups. Na gut, über den sieht man ja gar nichts. Wie viel Zeit haben wir denn noch? So, weil er keinen Vertrag mehr hat, ja gut, kann er durchaus machen, ich brauche ihn nicht. Von daher. Kann ich den irgendwo rausnehmen? Da. Bitte, das halt, ich kann mir den Bumbelkerl hier nicht mehr kaufen. Was ziemlich bitter ist. Schauen wir halt mal, was der Typ vielleicht. Was der Typ wert ist. Vielleicht kann ich ja. Was Nettes herausfinden. Warum ging jetzt die Mucke aus? Well. Halt echt keinen Plan, was der Typ wert ist. Okay, der ist ein bisschen mehr wert. Dann habe ich es bei dem auch verkackt. Das ist jetzt. Kacke.
Petra geht. Naja, so schlimm ist das nicht. Damit kann ich leben. Ich habe genügend Jugendspieler, die das, die da hinten dran stehen und ja, wir holen uns gar nichts mehr. Auch in Ordnung. So, was haben wir denn da? Irgendwas dabei, was sich lohnt. Oh, der sieht doch nicht schlecht aus, aber hat einen schlechten Anfangswert, so wie das aussah. Das sieht doch vielversprechend aus. Ups, falsch rum. So. Schmitz ist der Torwart, den ich als Ersatz. Nee. Sind der für 250 da? Das war der, glaube ich. Nee. Hä, hey, ich hab doch gerade einfach. Jetzt komplett retarded. Ja. Nichts so slim. Ich würde sagen, Abmarsch ins nächste Spiel. Ja, China, das juckt mich überhaupt nicht. Weil ich glaube, mit der Aufstellung habe ich noch nicht gespielt. Von daher werde ich das jetzt tun. Und es ist mir sowas von scheißegal, ob Möbel da jetzt spielt oder nicht. Würde ich den nochmal in die Dinge reinpacken. Ach so, ist schon. Okay, der fliegt raus. Warum ist der noch nicht weg? Ach so, erst wenn der Vertrag ausläuft, ich depp. Das hätte ich vielleicht bedenken müssen. So, daheim gegen Erzgebirge Aue. Vielleicht können wir es diesmal besser machen. Vielleicht hilft die Jugend da ein bisschen nach. Zu dem, was jetzt bisher geliefert wurde. Oh ja. Ishak. Und zack. Nach 2 Minuten ist das Ding drin hier. So, das, ja, so muss gestartet werden. So soll das auch laufen. Wunderbar gemacht. Ishak mit seinem nächsten Tor. Vorlage von Teuchert. So muss das Spiel wirklich direkt starten. Und hier gleich die nächste. Nicht ganz so gut ausgespielt wie gerade eben, aber trotzdem noch machbar. Ja, gut gestoppt hier. Das war noch abseits, aber der Spieler wäre sowieso am Ball gewesen. So, Bredlov auf Valentini. Müll. Wieder zurück auf Everton. Klein. Ah, der mit dem Fehlpass. Oh, schön. Und da wird er nochmal gestört, aber das ist das 1-1. Schön gemacht von Riese. Somit alles wieder auf Anfang. Hufnagel. Ja, abgewehrt. Valentini nochmal. Aber bleibt erstmal ungefährlich. Ah, er hat den Ball mit der Hand berührt. Nagel jetzt gegen Sokoku. Kann sich hier nicht durchsetzen. Also die Verteidigung von Nürnberg ist halt ja, so eine Sache. Ja, hat er schön gegrätscht. Upsi. Schöne Grätsche. Oh. Granatowski. Ishak. Der zieht ab.
Eckball für den Club Leibold. Wir gehen rein, das könnte nochmal gefährlich werden, aber Torwart hat safe den Ball. Das bleibt also erstmal unbestraft. Beziehungsweise es bleibt nicht unbestraft, das ist komplette falsche Wortlaut gewesen, aber. Mein Gott. Ich spiele gerade schon wieder eine Grütze zusammen, das ist der Wahnsinn. Leibold. Sich hier den Ball sichern. Na gut, das war ebenfalls Grütze. Leibold. Keine Chance. Sukoko jetzt im Ballbesitz. Ishak kann hier. Oh, ihr Vollidioten. Oh Gott. Warum kann sich keiner von diesen dummen Idioten gegen. Die behaupten mal im Zweikampf. Tja, natürlich gibt es auch noch Eckball. Schön Move von Möwald hier. So, Ball geht auf Leibold, viel zu weit vorgelegt. Mach doch die Grätsche, wenn ich drück. Oh Gott. Hier der Schuss von Aue. 1-1 zur Halbzeit. Wieder mal ein sehr, ja, sehr umkämpftes Spiel, also das ist ein 50-50 Ding meiner Meinung nach aktuell. Keine Mannschaft sticht hier großartig heraus, hat irgendwie besondere Chancen. Oh Gott, komplett versprungen hier der Ball. Oh, Leibold. Ah, da muss er schneller reagieren, der Junge. Jetzt Leibold kann sich wieder mal den Ball holen. Schinkel. Mein Gott, über 50 Stationen an dem. Das war die Max-Range-Grätsche. Den 5-Dank lassen wir noch drin. Echt überlegen, den Hufnagel länger zu oder öfter spielen zu lassen auf der Seite. Den Kerk dann mal einzuwechseln, nachdem. Aber der Kerk läuft halt nie auf seine Position, da wo er hin soll. Das ist. Ach, komm schon. Ist doch noch keiner kaputt, warum soll ich da auswechseln? So, Freistoßsituation. Für Aue. Ishak. Doch nicht auf den, du dummes Kind! Ich krieg echt noch einen Cock in den Arsch mit diesen Vollidioten. Na, von den Stürmern bewegt sich natürlich keiner nicht nach vorne. Warum auch? Ja, voll in den Torwart rein. Keine Chance, da abzuziehen. So, Leibold kann sich hier nicht durchsetzen. Das ist irgendwie ziemlich peinlich. Klein. Auch nicht zu dem.
Gefühlt kann sich irgendwie jeder gegen meine Spieler durchdrücken. Naja, Möwald bringen wir rein, Granatowski ebenfalls und Sully bringe ich auf die rechte Position. Dann habe ich eine komplett geschwindigkeitsstarke Offensive jetzt mit dabei. Ja, so, ja, meine ich aber auch, dass das ein Foul ist. Knecht. Bleibt es hier beim 1-1 oder kommt dann noch mal was? Momentan. Komm, hindert mich beim Schuss. Der war auf Torhöhe, also der war knapp nochmal Eckball für den Club. Leibold bringt das Ding. Gibt hier nochmal Eckball. Möwald diesmal. Ich habe gefoult anscheinend, keine Ahnung, vielleicht war es auch Handspiel. Komische Sache. So, immer noch. Sehr knappes Ding hier. Hallo, faul? Oh, und vom eigenen Spieler, der am Boden liegt, Alter. Lutsch doch meine Eier, du dummer Idiot. Der eigene Spieler wehrt den Schuss ab. Ich krieg echt einen Cock in den Arsch, Mann. Kann man so scheiß behindert sein? Ja! Teuchert! Mach das Ding! Alter Vater, ey. Also heute haben sie sich echt angestellt und dass ich hier noch eine Bude gemacht habe, das ist echt glücklich. Herr im Himmel, ey. Was für ein Gestolpere heute, echt. Getunnelt und dann noch das Tor getroffen, ey. Meine Güte. Ich meine, ich habe die kompletten Jugendspieler rangelassen, aber... Jetzt bis auf Hufnagel, aber... Wenigstens hier noch der Sieg drin gewesen, ey. Sonst wäre das echt peinlich geworden. So, schauen wir mal, was wir aus denen noch rausholen können. Ich denke mal, die Folge wird heute wieder ein wenig länger, weil wir noch ein Spiel machen. Klein geht hoch, sehr schön. Ist halt eigentlich ziemlich dumm, im Aufstiegskampf Jugend einzusetzen, aber was soll ich machen? Wieder 4 Punkte Abstand zu Ingolstadt, das ist sehr schön, wo ist denn eigentlich Fatt? Mittelfeld, Braunschweig, Heidenheim, Aue. Ja gut, gegen den letzten, wenn wir da nicht gewonnen hätten, das wäre schon echt, ich meine, die Situation war peinlich, von daher kann man da nicht so viel zu sagen, ne? Das lassen wir jetzt erstmal so. So, willkommen in Hamburg. Erster FC oder FC St. Pauli hier gegen Club aus dem schönen Frankenland. Und ich würde sagen, direkt Abmarsch hier. Ist ja leider so, dass wir den Spieler nicht verpflichten konnten, den wir haben wollten, aber man kann ja bekanntlich nicht alles haben.
Das könnte sogar Hand gewesen sein, aber bin mir da nicht ganz so sicher. Aber auf jeden Fall der Club diesmal etwas geordneter im Moment noch. Mit einem ersten Angriffsversuch hier. So, Ishak jetzt mit der Möglichkeit. Ah, und kriegt den Scheißball nicht rein. Aber erste gute Möglichkeit vom Club. Und nochmal hier leider kein Torschuss draus resultiert. So, sehr schön verteidigt hier von Nürnberg. Oh Gott, da legt er sich zu weit vor. Granatowski jetzt. Komplett falscher Spieler und hier war aber auch ein Foul. Den hat er gut erwischt. Gibt jetzt keine gelbe Karte. So. Teuchert versucht's. Aber viel zu knapp. Viel zu schwach. Auf den Kasten von Pauli. Ja, wechselt hier die Seite, verhindert somit weiteren Druck. Sehr schön. Leibold versucht jetzt hier zwei Spieler abzudecken. Duciak kann sich den Ball hier erarbeiten. Sehr schön gemacht. Granatowski jetzt. Fehlpass, hat er sich komplett verschätzt. Da ist Ishak einfach zu langsam. Wieder klein. Das war nochmal knapp. Erste Chance von Pauli. Mühl auf Klein. Klein zu Schinkel. Und da war der Pass viel zu langsam. Das hat er selber gemerkt. Oh. Das muss hier gelbe Karte geben. Für Christopher Klein. Erste gelbe Karte seiner Profikarriere. Aber auch gerechtfertigt. Also den hat er ja dermaßen erwischt. Das waren dreimal komische Drehungen. Eine war zu viel. Hallo? Es muss hier mindestens auch eine gelbe Karte geben. Gibt aber. Ja, doch. Das hätte mich jetzt auch gewundert, hätte es hier nichts gegeben. So, Freistoß. Valentini. Ah! Knapp. Mal vor der Halbzeit gibt es jetzt die Ecke für den Club. Der Ball kommt schön reingeflogen. Das ist eine Möglichkeit, aber den wird der Torwart sicher haben. Und Himmelmann hat diesen. Und Klein muss jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Erste Halbzeit, nicht so viel los hier in Hamburg. Die Fans machen eine Stimmung, die ist soweit in Ordnung. Könnte aber ein bisschen besser sein. Nürnberg momentan auch nicht wirklich Einfluss auf dieses Spiel. Also ein paar starke Situationen haben wir zum Anfang des Spiels gesehen, aber das war es auch dann schon wieder. Ja, und hier eine gute Möglichkeit von Granatowski. Er macht seinem Namen in dem Fall auch alle Ehre.
Passstaffette jetzt von Pauli. Und sehr schön, Valentini. Einwurf für die Braunen. Ja, das war jetzt eher schlecht als recht. Hufnagel auch fast überhaupt keine Möglichkeit, hier sich den Ball zu ergattern. Ey, das war knapp. Erstmal Rückpass hier, um das Spiel ein bisschen zu kontrollieren. Eine Möglichkeit, Ranatowski. Ja. Teuche da noch nicht wirklich gestartet, war doch ein Stück weit zu langsam. Da kann man nicht wirklich viel rausholen. So, Ishak. Man kann halt einfach die Leute nicht mehr überlaufen und umlaufen, weil die einfach so schnell sind, das ist nicht der Witz. So, Seitenwechsel jetzt. Ging auch recht flott. Kann man daraus was gewinnen. Und er bleibt hängen. Das Ding ist halt, ich kann nie schießen, weil die immer genauso schnell sind. Lutsch doch meine Eier, du hässlicher Pimmelberger. Alter, ich krieg echt einen Cock in den Arsch bei so einer Spielerleistung. Meine Güte, ey. Herr im Himmel, erlöse mich von diesem Kackspiel, echt. So, jetzt Leibold auf der Seite. Mann, ey. Das ist echt eine Qual, mit solchen Spielern spielen zu müssen. Was ist das? Der kann doch nicht mittendrin einfach aufhören zu rennen. Ah, jetzt gibt's Foul. Gib mir doch den da oben, Mann! Es gibt Elfmeter. Meine Eier, echt. Gott, ey, wenigstens habe ich den Scheißball gehalten. So, Auswechslungen sind drauf. Also der ist sonst wie schnell, aber kann den verkackten Verteidiger nicht überlaufen. Das gibt's doch nicht. Das war einfach ein Zweikampf, Alter. So. Fucking Elfmeter Nummer 2. Ja, leck mich am Arsch, ey, echt.
pfeift er ab, ey. Meine Güte, ey. Zwei Elfmeter in diesem verschissenen Piss-Game, echt. Alter Vater. Ja gut. Das war's für diese Folge. Nummer 13 müsste das langsam sein. Ich habe keine Ahnung mehr. Puls auf 1 Million. Gut, wenn es euch gefallen hat, dann, ne? Kommentar, Like, Abo. Und Servusler, bis zum nächsten Mal. Adios.